Hallo Freunde und willkommen zurück zu Hollow Knight, wo wir uns in der letzten Folge nicht nur erfolgreich gegen die Mantis Lords oder Mantis Fürsten behauptet haben, sondern wo wir jetzt auch in Tiefnest, in Deepnest angekommen sind oder schon einen Großteil davon sogar durchquert haben. Das ist kein schönes Gebiet. Ich fürchte, wir werden auch noch eine Zeit in diesem wunderschön ekelhaften Gebiet verbringen müssen. Aber zumindest kriegen wir hier gut Cash. Cash ist gut. Und das sieht fast so aus, als könnte es hier eine Stackstation geben. Da oben gibt es aber auch Lebensblut. Das war das Symbol. Okay, irgendwo haben wir jetzt einen Hebel umgelegt. So, her mit dem Geld. Und jetzt sind wir wieder hier drin. Okay. Was das? Kann es sein, dass wir diese Bahn jetzt nutzen können? Ah, unwahrscheinlich. Naja, es hat uns zwar jetzt beide live, beide Lebensdinger gekostet, aber hey. Die Bahnkarte, die brauchen wir. Damit können wir nämlich jetzt die Bahn nutzen. Okay, das heißt, wir müssen jetzt den ganzen Weg zurück. So, wir haben auch noch mehrere Wege offen, die wir gehen können. Quatsch, halt, das bringt uns hier nichts. Wir müssen oben wieder rein. Entweder gehen wir runter und halten uns dann mal links. Das würde ich, glaube ich, als erstes mir mal angucken wollen. Auch wenn wir dann entsprechend wieder in diesem ekelhaften Tiefnis unterwegs sein werden. Wow, das war gar nicht knapp oder so. Okay, nee, es war übrigens eben kein Schild, was wir, oder in der letzten Folge kein Schild, was wir zerstört haben, sondern nur so ein Ei oder was auch immer das ist. Steht so nochmal auf? Scheinbar nicht. Das müsste der sein, naja. Hallo? Gibt's hier was? Wenn ja, was denn? Der Körper eines gefallenen Kriegers. Weiß nicht, ob das so ein gutes Foreshadowing ist für uns. Ja, mehr Lebensblut. Das hier aber jetzt nicht. Noch nicht. Okay. Müssen wir dann auch später nochmal hin.
Aber später ist halt nicht jetzt so. Ups. Ach komm. Ich habe nach unten und schlagen gedrückt. Warum tust du es denn nicht? So, da links ging es zu dem Gegner, der uns in der letzten Folge einmal kräftig verdroschen hat. Muss auch sagen, ich da jetzt gerade Lust drauf, weil der hat halt echt nicht so viel Schaden genommen. Ne, wir gehen mal, halten uns jetzt rechts. Oh. Und gucken, dass wir erstmal wieder zurück zu den Quellen kommen. Aber trotzdem ein bisschen runter müssen wir noch. Okay. Smart. Okay. Gut, wir sind auf dem richtigen Weg. Willst du nochmal? Hast du noch Lust? Hat er, aber es. Ach stimmt, die können ja auch einfach Wände hochlaufen. Das vergesse ich gerne mal. Wischt. Der eine ist jetzt gerade wieder aufgestanden, aber der auch natürlich. Na, den einen da oben lassen wir jetzt einfach mal in Ruhe. Cool. Hallo, hallo. Was für ein Nervenkitzel hier mitten in der Höhle der Bestien solch warme Behaglichkeit zu finden. Dies ist zweifellos ein wilder Ort. Angeblich gibt es tief unten im Bau ein Dorf. Seine Bewohner haben den König von Hellands Nest nie anerkannt. Bleib doch eine Weile hier bei mir. Dieses Wasser wirkt Wunder bei müden Beinen. Ja, das stimmt. Okay, mehr willst du mir nicht erzählen. Es ist, glaube ich, nicht so clever, deine Waffe einfach hier hinzulegen, Quirrell. Okay, und jetzt können wir zur Bahn. Der Vorteil ist, der Weg zur Bahn ist nicht so schlimm wie der andere Weg. Falsche Richtung. Hoch da. Oder warte mal. Ich bin aber falsch gelaufen. Ich bin ja doof. Ich bin doch doof. Halt. Du musst dich runter. Hier erstmal mitlaufen. Nein, auch das ist nicht der Weg zur Bahn. Okay, dann halt so rum. So rum war's. Hier runter. Hier runter. Perfekt. Damit eine Tür mit einem Spalt. Bahnkarte einstecken. Hier bitte. Ah. Warmes, beruhigendes Licht. Mal kurz hinsetzen. Den leuchtenden Knopf drücken. Yes, please. Ich weiß zwar gerade nicht mehr, wo wir jetzt auskommen. Aber es ist weg vom Tiefnest. Das ist für den Anfang erstmal gut.
auch nicht. Wo sind wir hier gelandet? Hinten sind auf jeden Fall Ritter. Hallo. Nee. Das ist nicht so cool. Musst du da mal raus? Okay, du hast also auch einen Nahkampf. Gut zu wissen. Sehr uncool. Okay, hier müssten wir auch später hinkommen. Das hat funktioniert. Was jault denn hier oben die ganze Zeit rum? Ja. Der Mew. Das sieht... Also an sich gehen die Gegner hier... Oh. Ich wollte gerade sagen, das sieht doch nach Klotzwaffe aus. Mein Freund, du wurdest mit all diesen Bestien fertig? Ich schäme mich zu sagen, dass ich mich versteckt habe. Diese schaurigen Dinge haben mich verfolgt, also rannte ich. Wenn du nicht gekommen wärst, wer weiß, ob ich überlebt hätte. Andere sehen mich als einen furchteinflößenden Krieger an, aufgrund meiner beeindruckenden Größe. Die Bestien des Königreichs, vielleicht bin ich ihnen einfach nicht gewachsen. Genug. Ich kann mich nicht in Selbstmitleid suhlen. Ich muss mir ein Beispiel an deiner Stärke nehmen. Richtig so. Du wirkst so tapfer im Kampf. Du zeigst keine Angst vor dem Feind. Ich werde versuchen, es dir gleich zu tun. Man muss auch ganz ehrlich sagen, die Mimik unseres Charakters ist jetzt nicht sehr ausgeprägt. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen, kleiner Retter. Dann begegnest du einem Krieger, dessen Mut dem deinen gleicht. Okay. Das ist doch schön. Das heißt, wir haben... Loth gerettet. Hä? Sind das hier? Ja, wir sind von zwei von denen umgeben. Na toll. Ja. Okay, aber zwei Schüsse reichen. Was haben wir hier? Bleiches Erz. Nice. Das brauchen wir für unseren Schmied. Jetzt müssten wir nur zu unserem Schmied zurückkommen, aber das... Ach, du bist die ganze Zeit hier am Rumjaulen. Au, natürlich. Kannst du das sein lassen? Na, shit. Ah, wir haben gerade ein Problem. Wir leben noch. Alles gut. So, da oben hing noch so ein Viech. Nervig. Ne? Fast übersehen. Weil die Viecher machen auch immer zwei Schaden. Ne, bitte gehen sie weg. Okay, dann sind wir wieder hier. Ach ja, wir haben immer noch keine Karte, natürlich. Na, sonst war ich hier oben. Aber nichts, ne? Genau, das, da kann man nicht höher. Da brauchen wir einen anderen Zauber noch für. Denn ja, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber unsere Zauber ebenso wie unsere... Angriffe
gibt es in allen vier Richtungen. Also es gibt einen Zauber nach links und rechts. So wie es Angriffe nach links und rechts gibt, das ist halt der gleiche. Dann gibt es einen Zauber nach oben. Uraltes Becken. Okay. Und es gibt einen Zauber nach unten. Und der Zauber nach unten ist halt ein Bodenstampfer. Oh. Nee. Oh. Alles geplant. Genauso. Cornifer, mein Freund. Dies hier sind sehr alte Höhlen. Man spürt richtig das Königreich über sich, findest du nicht? Ganz schön imposant. Ich glaube nicht, dass viele so tief gekommen sind. Wir sind Pioniere, du und ich. Zumindest für unsere Zeit. Ist ein weiter Weg zurück zum Laden. Ich werde mich noch ein wenig länger ausruhen. Aber nicht zu lange. Ich will ja nicht, dass Iselda sich Sorgen um mich macht. Ah, es gibt scheinbar auf jeden Fall sehr viel nach unten zu entdecken. Aber gut, das Ding heißt... Ah, oben geht's in die uralten Wasserwege. Die uralten Wasserwege sind ja... Oder waren wir bisher noch nicht. Aber die grenzen zumindest direkt an die City of Tears an. So, hier geht's zur Bank. Das ist gut. Danke. Okay, die Bank kostet was. Das ist aber auch kein Problem. Das zahlen wir gerne. Schön. So, hier könnten wir auch rüberpogonen. Potenziell. Gucken, ob sich das für uns lohnt. Warum ist der Weg so weit? Wollt mich doch verarschen. Kurz vorm Ende, weißt du. Mist. Hm, 35 Geo? Oh. Okay. Das war's also. Mehr kriegen wir nicht. Und zurück. Dämlich. Oh gut. Dann opfern wir halt das eine Herz für den Weg zurück. Okay. Ich meine, der Vorteil ist, die Gegner hier sind nicht besonders beeindruckend. Es sind halt nur diese Käfer. Die halten viel aus, muss man ihnen lassen. Aber die sind halt an sich sonst nicht sonderlich gefährlich, dadurch, dass die halt sich nur in eine Richtung bewegen. Und dadurch, dass die ja viel aushalten, können wir mehr Fokus regenerieren. Auch schön. So, jetzt komme ich aber da nicht hoch, ne? Ja, brauchen wir einen Doppelsprung für. Okay, das heißt, wir können hier unten noch gar nicht wirklich weitermachen. Wie komme ich denn? Hier komme ich wieder hoch. Gut. Fokus auffüllen ist jetzt gerade nicht notwendig für uns. Okay. Das heißt, wir sollten in die alten Wasserwege zurück. Wir sind, ja, wobei, nee, nach rechts, da ging es nur zu den, zur Bahn wieder. So, die scheinen hier aber auch wieder nicht mehr aufzustehen. Das ist ganz angenehm. Hi. Na. Du hast ein
müh bessere Reichweite als ich. So ein bisschen drauf achten, wann sich irgendwas hin. Oh. Komm wieder runter, bitte. Ja. Oh, shit. Yep. Okay, da unten ist nur Stollen. Ich mag es nicht, wenn ihr eure Speere werfen könnt. Hey, komm wieder her. Auch komm. Aha. Ausgetrickst. Da unten ist auf jeden Fall was. Moment. Shit. Logo muss ich da pogonen. Aha. Wir finden das Journal eines Wanderers. Na gut. Hey. Na gut. Einmal kurz konzentrieren. Und wir sind wieder raus. Okay, was haben wir hier? Achso, ja gut, ich habe die Karte nicht. Weil ich hätte ja gedacht, dass das hier eigentlich, so wie es aussieht, noch zu dem uralten Becken gehört und nicht schon zu den Wasserwegen. Hm. Da war mal ein Aufzug. Oh Gott. Au. Hat gut funktioniert gerade. Na, ich bin... Bin schon fast der Meinung, dass wir hier eigentlich noch gar nicht sein sollten. Ah, shit. Ich glaube. Ach. Weil da an der Kante wieder Stacheln waren. Was ist das denn für ein Scheiß? Okay. Wir müssen in die. Also müssen wir nach oben. Soll sich nicht an der Wand festhalten, sondern soll sich runterfallen lassen und auf ihn aufspringen. Na, komm. Dann halt hier lang. Das können wir gerade mal. Mit ein bisschen Fokus. Ja, ich weiß, wir könnten auch an denen den Fokus aufladen, aber ich will schnell zurück. Ah, hier. Ja, doch, hier könnten wir weiter, aber es geht nicht weiter. Gut. Okay. Ne. Grandios. Leo. Jesus. Eben. Ja, okay, der hat mich getroffen. Den gestehe ich euch zu. Mal kurz. Genau, hier mussten wir lang.
Ich hoffe, er sitzt nicht so weit oben. Also. Okay. Das Fiese ist, da gibt es halt einen. Also direkt unter uns ist halt ein Weg rum. Oh. Okay. Hat funktioniert. Ja, ich weiß, ich bin greedy, wie immer. Es geht gerade. Na toll. Es war gar nicht knapp oder so. Seriously. Okay. Das war so nicht gedacht, aber hey. Hoch. Komm her. Ich würde auch gerne wieder in die City of Tears kommen, weil... Ah, sehr gut. Wir sind jetzt an einem Punkt der Stadt der Tränen, wo wir vorher noch gar nicht waren. Ui, du bist groß. Gehen. Ich glaube, der hat auch wieder zwei Schaden gemacht, oder? Na komm. Ah, shit. Okay, das Brühen macht nur einen Schaden. Das ist gut. Ich würde aber, glaube ich, gerne erstmal... Wir sind im Nobelviertel angekommen. Ja, das sind vom Prinzip her ähnlich wie die einfachen Käfer. Nur halt etwas besser gekleidet. Ich möchte mal noch nicht hoch und runter gehen, sondern ich will einfach nur... Yes. Das wollte ich. Dann jetzt mal zurück zum Schmied und dann mal ganz dringend... zur Stack Station. Oh. Eine Gnade mit Leuten, die nicht schwimmen können. Interessanterweise schien unsere Reichweite jetzt doch besser zu sein als seine. Das fand ich irritierend, aber gut. Zack. Komm. Die vier Schläge werden wir nicht mehr lange brauchen. Oh, du bist wieder da. Ich sehe, du hast etwas bleiches Erz, ein seltenes und erlesenes Metall. Gib mir das Erz und etwas Geo für meine Mühlen und ich schmiede deinen Nagel neu und mache ihn stärker. Alles, was du willst. Wie du wünschst, dann mache ich mich mal an die Arbeit.
Das wäre geschafft. Ich habe deine Waffe neu geschmiedet. Ich habe deinem Nagel eine Rille hinzugefügt. Er sollte jetzt viel effizienter schneiden. Du wirst merken, dass er jetzt stärker ist als zuvor. Geh raus und probier deine Klinge an deinen Gegnern aus. Yes, so. Ja, das war jetzt nicht so smart, aber hey. 1, 2, 3. Ja, das macht schon. Macht's schon angenehmer. Okay, jetzt auf nach oben. Zur Stackstation. Ist zwar ein bisschen Weg, aber kriegen wir hin. Hi. Ach stimmt, wir können auch noch. Ah nee, der ist ein bisschen weit weg. Sonst hätten wir noch bei Les oder so. Mit bei dem Händler die Journale und so verkaufen können, was wir jetzt noch gefunden haben bisher. Ah, Quirrell, immer noch hier. Das überrascht mich ein bisschen. Oh, nö, erzählt auch nichts Neues. Hm. Ich sollte nicht so krass aggressiv gegen die sein. Das funktioniert nicht. So. So wollen wir es haben. Aber für euch brauchen wir nur noch 2 Schläge. Hey. Hör auf, wegzurennen. Hm. Ich muss weiter hoch, ne? Genau. Also, ab. Hier lang wollen wir. Denn wir wollen dringend mal nach Hause, nach Dartmouth, weil wir uns noch ein paar Sachen bei Sly kaufen können und auch so generell. Ich mag euch nicht. Das ist nicht richtig, ich muss weiter. Auch hier müssen wir hin. Dann nach rechts oben. Ah, genau. Gefunden. Komm mal her. So. Auf. Nach oben. Dann können wir auch in der nächsten Folge, weil ich würde die Folge dann jetzt ein bisschen kürzer halten, können wir dann mal noch so ein paar Kleinigkeiten, Kleinigkeiten angehen, die wir, ja, die wir noch offen haben einfach. Oh, du bist mal draußen. Wie läuft das Abenteuer? Ich hatte selbst ein Abenteuer, während du weg warst. Ich gehe eigentlich nie zum Friedhof dieser Stadt, aber ich wollte das Grab einer alten Freundin besuchen. Als ich zwischen den Grabsteinen umherging, fiel mir ein eigenartiger Gesang in der Nähe auf. Unglaublich unheimlicher Gesang. Ich sah mich um und entdeckte, wie 2 gleißende, schrecklich große Augen aus der Öffnung einer dunklen Höhle auf mich starrten. Ich tat so, als hätte ich die Stimme nicht gehört und die Augen nicht gesehen und lief zurück zur Stadt. Meine Freundin muss wohl noch etwas länger auf ihren Besuch warten. Wichtiger Hinweis. Hi Sly. Ja. Bitte. Na, da brauchen wir wieder ein paar mehr von, aber vor allem wir können noch das Gefäßteil kaufen. Damit haben wir ein Gefäß vollständig, weil davon brauchen wir immer nur 3 Teile. Und ja, das ist
Ihr seht jetzt, wir haben neben unserem eigentlichen Gefäß noch ein kleines Gefäß und das füllt sich, wenn unser Hauptgefäß voll ist, und füllt sich mit so viel Fokus, dass wir einen Zauber oder eine Heilung bekommen können. Du hast also einen neuen Nagel gefunden. Er sieht sehr viel prächtiger aus als der letzte. Oh, das ist derselbe Nagel, aber er ist geschliffen worden. Von jemandem mit unglaublicher Begabung. Ein Nagel ist die Erweiterung unseres Körpers, das Werkzeug, mit dem wir die Welt um uns formen. Es ist eine heilige Pflicht, ihn scharf zu halten. Ha, entschuldige bitte, ich bin abgeschweift. Lass uns lieber über Gio reden. Bist du pleite? Wenn du mehr Gio brauchst, geh doch in die Ruinen unter uns und jage ein wenig. Pass nur auf, dass du nicht der Benommenheit verfällst. Ich werde nicht runterkommen, um dich zu retten. Okay, mehr hat er nicht zu sagen. Wieso kann ich mit dir nicht reden? Ich meine, wir können noch hier plündern gehen, aber. Der weiße Ritter in der Dunkelheit. Albträume suchten die Maid heim. Ihr Retter war weg, vom Untergrund verschlungen. Nun begleitete sie nur noch der kalte Wind, der an ihrer Tür heulte. Vor Angst begann ihr Herz schneller zu schlagen. Dann ist plötzlich alles still. Wieso? Eine Präsenz, eine Gestalt direkt hinter ihr. Sie wagte es nicht hinzusehen oder sich zu bewegen, aus Angst, die kleinste Bewegung könnte den Zauber aufheben. Sie kannte die Gestalt an ihrem Bett, sie kannte die Ruhe, die nur sie bringen könnte. Ihr weißer Ritter, ganz ihrem Schutz gewidmet, stand daneben, stark, perfekt. Die ist schon ein bisschen creepy. Okay. Dann würde ich mal kurz gucken. Mal. Hier ist EG. Was? EG? GG. Ah, hallo mal wieder. Wie ist es dir ergangen? Kommst du zu mir, weil du etwas bedauerst? Lass mich doch einmal in dich hineinblicken. Na, dir scheint kein Bedauern anzuheften. Du kannst vom Glück reden. Du brauchst keine Hilfe von jemandem wie mir. Das ist korrekt. So, können wir nochmal bei Iselda vorbeischauen, aber ich glaube nicht, dass die noch irgendwas hat, was wir gerade brauchen. Papanada. Barnadel, okay, doch. Nehmen wir mit. Vielen Dank. Sanjo. Hast du Spaß in den Ruinen dort unten? Mein Mann lässt Heilands Nest manchmal so wundervoll erscheinen, doch manchmal wirkt dieser Ort gespenstisch und gefährlich. Sanjo. Ach ja, doch. Also ich habe Spaß. Okay. Sie blusht. Aber gut, dann würde ich sagen. Ja, Königspass, da oben können wir noch nicht zurück. Wir werden in der nächsten Folge mal ein bisschen noch in den verlassenen, in der verlassenen Wegkreuzung rumlungern. Unter anderem, ja, wobei Salubra einen Besuch abstatten. Ja, doch, können wir auch. Denn wir können mal noch gucken, ob wir. Ich glaube, wir haben ein paar Grapples befreit und kriegen dadurch ja noch ein bisschen Geld. Komm, gehen wir noch eben fix hin. So. Hallöchen. Na, zumindest eine. Okay, das ist nicht so viel, wie ich gehofft hatte. Jetzt muss ich nur mal kurz gucken. Was hatte ich mir hier oben markiert? Ach ja, genau so ein Bäumchen. I remember. Okay, gut. Dann schlagen wir uns in der nächsten Folge erstmal gekonnt. Erstmal wieder zu Salubra durch. Und danach haben wir noch zwei Wege nach rechts offen, die wir bisher noch nicht abgegangen sind. Vielleicht gehen wir die auch auf dem Weg zu Salubra ab. Mal gucken. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei Hollow Knight. Bis dahin, bis dann. Ciao, Freunde.